Hallo Matschfreunde und willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 2. Okay, letzte Folge. Hier automatisch Redstone Produktion gebaut. Diese Folge, ihr seht schon alles total am Überlaufen. Mein Inventar ist bereits voll mit irgendwelchen Erzen und Dusts und sowas. Hier ist auch Redstone. Jetzt würde man natürlich sagen, okay, drei Redstone. Warum schmeißt du die weg? Na gut, ich habe es jetzt nicht weggeschmissen, hatte es aber eigentlich vor. Seit der letzten Folge ist für euch ein Tag vergangen. In Wirklichkeit lief diese Maschine aber 5 Tage lang, alles vorproduzierte Videos, was ihr gesehen hattet. Und jetzt, ich war immer mal online und habe ein bisschen die Sachen aussortiert. Ist irgendwie alle 10 Stunden lang sind diese 3 Kisten voll. Und hier sind ein paar Sachen zusammengekommen. Irgendwie unendlich Stacks Redstone oder sowas. Ich werde jetzt die Produktion auch mal abbrechen. Also hier das Konduit wieder raus. Ich habe hier die Maschine ein kleines bisschen erweitert. Und zwar mit diesem automatischen Ticker. Der funktioniert so, dass ihr hier immer automatisch Rechtsklick drauf macht. Und somit immer automatisch nachgießt. Das heißt, hier kommen dann automatisch die Sachen rein. Ich habe hier auch versehentlich irgendwie Aluminiumglas hergestellt. Ich habe keinen Plan, was das ist oder wozu man es braucht. Ich habe immer noch ein Inventar voller Dust-Zeug. Ich mache mal eine neue Kiste oder sowas. Denn das ist echt übertrieben viel. Und heute wollen wir uns daran machen, dass dieses übertrieben viele zwar immer noch übertrieben viel bleibt, aber direkt verarbeitet wird, fertig zu Erzen. Das heißt, ich werde mir dann so einen Filter machen, der automatisch die Sachen aussortiert, die ich nicht brauche, zum Beispiel Bone Meal. Mach einfach mal so. Genau. Und dann nur die Sachen, die ich wirklich brauche, weitergeben. Hier liegt schon wieder so viel Sachen. Liegt so viel Sachen. Toll Deutsch. Ich schmeiß es einfach mal hier hinter. Ist blöd, man kann mit Steuerung Q die Sachen hier nicht aus dem Inventar rauswerfen. Das finde ich mega blöd. Okay, dann geht das Ganze jetzt los. Obwohl, nee, warte, eine Sache erst noch. Und zwar Ender IO. Und da gibt es doch auch, soll es auch Energy irgendwas geben. Und die Frage ist, wo? Energy Conduits von, nee, nicht ME Conduits, sondern war das das? Sowas? Redstone Conduit? Ja, warte, ich guck nochmal schnell. Ich habe jetzt nicht sowas gefunden. Irgendwie steht in den Kommentaren was, aber die Items, so wie sie da stehen, gibt's nicht. Und darum habe ich jetzt einfach beschlossen, diese hier zu nehmen. Ich guck nochmal schnell, wie viel die hier brauchen. Ja, Consuming 40 RF pro Tick. Ich glaube, da würde sowas ausreichen. Das heißt, wir brauchen dieses Zeug und dafür brauchen wir Eisen und Redstone. Und das ist ja jetzt wohl was, was wir wirklich von Genüge haben. Und ich guck nochmal, wie man das bekommt. Okay, das ist auch ganz nice. Vibranium Alloy. Okay, also auf jeden Fall brauchen wir Gold, Eisen und Glowstone. Ich glaube, dann machen wir erstmal das, diese Folge. Hier, wo ist mein ganzes Gold hin? Hatte ich nicht. Ach nee, hier ist noch jede Menge Gold. Genau. Dann Redstone. Redstone und Glowstone, genau. 1, 2, 3. 3 Stück zurücklassen. Und genau hier auch 1, 2, 3 Stück zurücklassen. Und jetzt rein damit in den Alloy Smelter. Zuerst in die Mitte das Gold, dann das Redstone, dann das Glowstone. Und jetzt geht das Ganze los, genau. In der Zwischenzeit unterbreche ich hier einfach mal diese Produktion von Redstone, dann und schließt den Lava Generator hier an.
der jetzt ja hoffentlich gleich Lava produzieren wird. Und mache mich schon mal an die nächste Sache, und zwar an ein paar, oder beziehungsweise an einen besseren Lava-Generator. Und zwar an diesen hier. Und verdammt, dafür brauche ich doch das QED-Crafting. Okay, ich glaube, ich muss mich doch an das QED-Crafting machen. Ich glaube, da komme ich nicht drum herum. Gucken wir mal QED. QED-Crafting. Okay, wir brauchen erstmal Blaze Powder, 2 Stück für die Enderaugen. Und natürlich sehr viele Enderperlen. Blaze Powder habe ich hier mal ein paar so dagelassen. Wir brauchen viele, viele Enderperlen. Oh, hier ist noch ein komisches Iron. Guck nochmal ganz schnell, wie weit der hier hinten ist. Oh, 2 Stück hat er schon, cool. Ganz viele Enderperlen brauchen wir. Übrigens funktioniert die Mobfarm gerade nicht. Und ihr hört, stimmt, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Pycon LP kann nicht mit aufnehmen, denn ihr wisst ja, es gab da so eine coole DDoS-Hacking-Attacke auf die Telekom. Und darum ist sein Router genauso down. Er hat gerade überhaupt kein Internet. Deswegen kann er hier leider gerade nicht mitmachen. Ich hoffe, ihr versteht das. Kommt das hier noch drin? Nicht mehr viel, okay. Das war's jetzt an den Enderperlen. Oh, nice, schon 4 Stück. Und jetzt brauche ich... Braucht er noch Obsidian? Das ist auch was, was teuer wird. So, also das hier rein. Crafting Table, okay. Ender Infused Obsidian. Oder was war es, Obsidian? Ja. Okay, davon brauche ich... Das heißt, ich brauche jetzt 4 Obsidian. Und 4 Obsidian und ein bisschen mehr als 4 Obsidian. Hä? Hat mir nicht gerade vorhin jemand geschrieben, oder hat mir nicht irgendjemand geschrieben, dass ich mit Rechtsklick auf so einen Blowschippe, wo Wasser drinne ist, wenn so ein Wasser in einem Crucible ist, dass ich dann... Oder nee, warte. Dass ich Lava in so einem Crucible füllen kann, dass das dann zu Obsidian machen kann oder sowas. Wenn ich da jetzt Wasser reinfülle? Hä? Nicht? Vielleicht muss ich ein Crucible voll füllen. Probier's einfach mal. Hä? Hä? Jetzt, okay. Oh, Mist. Ich habe ihn hier dran platziert. Der wird jetzt ausgeleert. Ach man, okay. Naja, dann besorge ich mir jetzt mal ein bisschen Obsidian. Bis gleich. Ey, kennt ihr das? Wenn ihr einfach so normal spielt und auf einmal schließt sich euer Minecraft einfach so. Ich habe gerade so Aufnahme gestartet, habe begonnen zu reden, guck in die Truhe rein und auf einmal Minecraft schließt sich. Kein Crash Report oder sowas. Einfach geschlossen. Naja, ich habe 36 Obsidian gefarmt. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. 13 davon kamen zusammen. Okay, also erstmal die Enderaugen wieder rausnehmen. Und jetzt Obsidian. Und 2 Enderperlen in der Mitte. Damit bekomme ich diesen Stein. Der sieht irgendwie mega cool aus. Dann brauchen wir das und Burnt Quartz. Da brauchen wir Quarz. Verdammt, wo kriegen wir jetzt Quarz her? Wie bekommt man bitte schon Quarz? Okay. Ich guck mal, wie man Quarz... Hä? Hä? Ja, ich hab mir doch gerade irgendwie einen Stack davon genommen, oder? Habt ihr das gesehen? Wie kann man das noch bekommen? Nur durch Quarz durchschmelzen. Nether Quartz, wie kann ich das bekommen? Smelting, Pulverize, Mana, Zeugs, Seelensand. Wie bekomme ich Seelensand? Bitte was? Wie bekommt man Seelensand? Pff, okay, ich glaube, ich komme hier gerade nicht weiter.
Dann lasse ich das erstmal so hier stehen. Wartet, die Bergbahn können wir uns noch machen. Und ich gucke mal in den Kommentaren, ob jemand mir sagt, wie ich Seelensand bekomme. Dann machen wir nächste Folge das QED-Crafting. So. Und weiter geht es mit dem, mit den Energy Cables oder Conduits, okay. Und zwar diese hier. Wie viele kamen da jetzt schon zusammen? 18, okay. Schade, das müsste eigentlich richtig schnell gehen. So. Gibt's von Ender.io eigentlich Speed Upgrades? Irgendwas von Ender.io? Ja, gibt es. Ach ne, ist ein Item Conduit Speed Upgrades. Schade. Naja, warte. Energy Conduits. Und dabei braucht man jetzt. Ah, warte mal. Da habe ich doch gar nicht geguckt, wie man das hier bekommt. Was ist denn das? Ah, okay. Clay, Gravel und Sand. Na gut, das geht ja. Ich habe hier bestimmt noch irgendwas in der Kiste. Irgendwo. Ich. Mann hoch. Als ob ich diese einfachsten Zutaten nirgends mehr rumliegen habe. Hier ist noch ein bisschen Gravel. Okay, ich glaube, ich muss mal einen Stack Cobblestone durchhämmern. Gut, ich hoffe doch einfach mal, dass diese Stacks an Gravel jetzt reichen. Ich tue das hier doch nochmal raus. Ist nicht so praktisch. Ich tue es einfach hier drüben in die Kiste rein. Ich denke mal, dieses Stone-Dings, das kann ich wegwerfen. Das brauche ich jetzt nicht mehr so dringend. Jetzt nochmal gucken. Dieses Zeug wird gecraftet, so. Okay, das heißt, ich brauche jetzt nochmal Clay. Dafür brauche ich das. Das ist hier bestimmt noch irgendwo drin. Irgendwo habe ich doch was gesehen. Da, 17 Stück. Hier regnet es zum Glück gerade schön. Das heißt, ich muss nicht mehr warten, bis Wasser hier drin ist. Boah, geht das schnell. Bis das wieder nachgefüllt wird, meine ich. Okay, das habe ich alles raus. Hier ist noch ein bisschen Clay. 17 Clay, die kann ich dann gleich mit dem Hammer kaputt machen. Oh, Enderman. Die Mob-Farm funktioniert übrigens gerade nicht mehr, deswegen kann ich da nichts machen. Denn lieber mein Creator-App hier hat die begonnen zu bauen und dann nicht fertig gebaut. Will ich töten, Enderman? Habe ich ihn getötet? Oder hat er es selbst gemacht? So. Dieses komische Zeug. In die Mitte Clay. Dann das drumrum. Und das drumrum. So. Ein Stack habe ich jetzt davon. Das beginne ich einfach schon mal durchzuschmelzen. Vielleicht sollte ich mir mal ein paar mehr Öfen machen. Oder Ofen oder sowas. Was habe ich hier noch? Gravel übrig. Wie viel Gravel ist das insgesamt? Okay, also wir brauchen. Ich mache einfach mal das hier zu Sand. Ah ne, warte mal, mein Hammer ist kaputt. Mein Hammer war. Ich mache mal schnell einen neuen Hammer aus Dias. Davon haben wir ja ein bisschen was. Ich habe kein Holz mehr. Kein Holz, keine Sticks mehr. Das ist nicht nett. Ich mache mir gleich zwei. Ne, dafür reicht. Reicht Dias nicht. Keine Ahnung, was kann ich rausschmeißen? Den Cobblestone, den brauche ich nicht. Dann kann ich hier dieses Zeug durchcrushen, durchhämmern. Werkbank. Sand. Das Zeug und das Zeug. Okay, ich hoffe mal, das reicht jetzt. Rein damit in den Ofen. Oh, kam schon ordentlich was raus. Kann ich gleich weiter craften. Jetzt habe ich das wieder eingesammelt. Und ich überlege, ob ich vielleicht nochmal die upgrade. Im Aloe-Smelter mit einer Enderperle. Ach nee, komm, die hier reichen erstmal aus.
Also, das hier, hier das, und dann bekommen wir diese wunderschönen Energy Conduits von Ender.io. Kann ich jetzt dann hoffentlich an den Lava Generator anschließen? Ich baue sie mal ab. Baue das hier einfach mal ab. Das backt schon ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen sehr. Und wenn die funktionieren, dann war es das für diese Folge auch. Ich schließe dann hier die automatische Erzproduktion erstmal nicht wieder an. Denn wir haben erstmal vorerst genug. Erstmal vorerst, genau. Das hier lasse ich mal kurz so. Jetzt schließe ich die alle hier ran an. Und hier kommen dann die Energy Conduits hin. Oh, das sieht gut aus. Sie connecten auf jeden Fall. Dann baue ich den hier ab. Der müsste jetzt hier ja langsam die Energie verbrauchen. Und dann verbinde ich das einfach mal so. Wenn er jetzt wieder Energie bekommt, was er tut, dann funktionieren die Kabel. Das heißt, wir haben jetzt Energiekabel. Ich lasse hier den Alloys Metal noch ein bisschen durchlaufen, mache noch die restlichen Stacks von allem durch und crafte mir noch ein paar von diesen Teilen hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Da kümmern wir uns dann um das QED-Crafting und um eine höhere Energieproduktion. Wir sehen uns dann. Bis denne. Ciao, ciao.